So langsam wird's ernst. Wir haben eine dicke Abmahnung kassiert. Wir schöpfen unser Potenzial nicht aus und wir sollten das schnellstens beheben. Man ist total unzufrieden mit uns, kann ich sehr gut verstehen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2016. Noch in Österreich, aber gleich im freien Training von Silverstone. Ja, es ist mehr als verständlich. In echt hätten wir schon längst mehr als einen Rüffel bekommen. In echt wären wir vielleicht schon rausgeflogen mit derartigen Leistungen. Und daran habe ich gar nicht mehr so wirklich dran gedacht, dass wir hier an sich auch rausfliegen können. Ob ich das jetzt bestätigen kann, die nächsten Rennen? Ich weiß ja nicht. Österreich lief hier an sich gut, aber es hat im Grunde im Gesamtbild einfach nicht gepasst. Lief unglücklich, nicht unbedingt schlecht meinerseits, war auch aber nicht überwiegend, sagen wir es so. Und ich weiß nicht, wie ich Österreich einordnen soll. Die Strecke kam uns mit dem Bremsproblem entgegen. Aber vielleicht kann die KI auch hier nicht so viel. Wer weiß das? Wir sind zum ersten Mal bei F1 2016 hier gefahren und müssen die anderen Rennen erstmal in den Vergleich dazu setzen. Nun gut, Voicemail gibt's nicht mehr, gab's in der letzten Folge. Dann schauen wir beim Laptop rein. Es wäre schade, wenn wir das Team verlassen, weil mittlerweile so viele Ressourcenpunkte in den Wagen gesteckt, das fände ich nicht gut. Das Rivalenduell läuft nach Plan, weil wir die entscheidenden Punkte für das Rennen einfach für uns entschieden haben. Aber leider nicht das Ergebnis, was noch entscheidender ist. Hier geht's gut voran. Nun gut, das werden wir beim nächsten Rennwochenende sehen, wie wir da nach vorne steigen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Rennwochenende. Die Reifen wieder bestimmen. Hier sind wieder die Rollmops-Reifen am Start. Reifenverschleiß jetzt nicht so schlimm wie in Österreich. Mal schauen. Also ganz weich. Ich würde eher weicher nehmen als ausgewogen wegen den Qualifying-Reifen. Ja, wobei, ich weiß nicht, wie die gelben hier halten. Das will ich auf jeden Fall nicht fahren. Ich gehe ausgewogen an. Ich will lieber zwei der weißen haben. Wer weiß, wozu wir die genau brauchen. Das wäre mir zu riskant. Da hätte ich die gelben, die weißen und die ganz harten, die Rollmops-Reifen fürs Rennen. Und womöglich müssten wir die auch so fahren, also alle drei, wenn wir bei zwei Stops bleiben wollen. Werden wir sehen, deswegen gehe ich ausgewogen an und damit kann es losgehen. Auf Verbesserung. Wir wollen da nicht rausfliegen, ich mag so, aber ich will da nicht weg. Aber ich kann es mehr als verstehen nach den bisherigen Leistungen, mehr als verstehen kann ich's. So, kommt jetzt Chris an, hier, Verbesserung. Hi, wie geht es dir heute? Ah, hallo. Das verbesserte Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Wo ist der Bericht? Den hast du uns jetzt wieder nicht gegeben. Motor-Upgrades? Verbesser den Motor. Und? Ja, Pakete. Luftwiderstand auch reduziert, deswegen will ich es aber nicht verlassen, weil mittlerweile haben wir den Wagen eigentlich ganz gut verbessert. Es wäre sehr schade drum. Am besten reinknien, aber ich glaube kaum, dass wir das noch umdrehen können. Wir müssen bei der Fahrerposition endlich mal dauerhaft im grünen Bereich sein. Dauerhaft endlich mal. Waren wir ja kaum drin. Das Rivalenduell ist nicht so wichtig. Nicht so wichtig für unsere Teamposition. Mann, ey. Laut Stärke sind wir sogar vor Haas hinter Toro Rosso. An sich sind wir sechste Kraft. Ich will hier nicht weg. Ich will hier auf jeden Fall nicht weg. Willkommen in Silverstone, der Heimat der Formel 1 hier in Großbritannien. Wir rechnen damit, dass die Wagen in Kürze zum heutigen Training auf die Strecke kommen. Stefan, wir befinden uns an einem schönen Schauplatz, der sich allerdings über die Jahre drastisch verändert hat. Wie gefällt dir Silverstone im neuen Gewand? Der alte Kurs hatte viel Freude bereitet. Aber mir gefällt das neue Layout auch. Die neue Abbey ist schneller als vorher und irgendwie fehlte dem Kurs immer ein eher langsamer technischer Abschnitt. Die Kurven bei Village und Loop liefern genau das. Also ja, ich bin ein Fan und dazu bietet das neue Layout mehr Überholmöglichkeiten. Naja. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Wo kann man hier überholen? Mit Zufahrt auf die alte erste Kurve, da hat sich nichts geändert. Ist alles geblieben und dann haben wir immer noch nach Maggots und Baggots eine Gerade.
die hat sich an sich auch nicht wirklich verändert, von daher ist alles beim Alten geblieben. Statt Ziel ist keine neue Überholmöglichkeit und auch nicht die allererste DS-Zone auf der Strecke, von daher hat sich da nichts getan. Die Strecke ist eher etwas langsamer geworden. Ich fand den alten Silverstone-Kurs etwas besser. Sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Aber ich finde die neue Variante, um bei Jeffs Wort zu bleiben, gänzlich überhaupt nicht kacke. Aber ich fand den alten Kurs etwas besser. Genau. Damit möchte ich an den Start gehen. An sich mehr Sprit. Wir werden aber gleich wieder die Streckenakklimatisierung starten. Deswegen ist das hier eigentlich wieder hinfällig. Was sagt das Wetter? Hier wird es bestimmt regnen. Und mit Regen kann ich kein gutes Ergebnis einfahren, was für unseren Verbleib hier sprechen würde. Training 3 sonnig, dann kommt dicke Wolken zurück und dann Sonne im Rennen. Jetzt ist die Frage, wie gut wird die KI hier sein und wie gut werde ich mit der dünnen Bremse hier unterwegs sein. Österreich kam uns da sehr entgegen, vielleicht in beiderlei Hinsicht mit der KI und vielleicht auch mit den wenigen Kurven. Na gut, bringt nichts darüber zu debattieren. Wir werden rausfahren. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Und für das Rennen schon mal mehr Boxenstops, auf jeden Fall deutlicher Zeitverlust, weil hier ist an sich die langsamste Boxengasse, die längste. Hier wird plus 60 gefahren. Die wird schon sehr früh mit 60 angefahren. Und wir fahren auch noch sehr lange, 60 weiter, bis hier hinter. Wann übergibt er wieder? An der weißen Linie. Nicht mehr ganz so kacke wie bei F1 2015. Da war das ja mitten im Knick. Wetterbericht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. So, das Gaspedal ist mittlerweile angenehmer geworden. Schwarz-weiße Randsteine. Neuerung im Vergleich zum letzten Spiel. Wie werde ich mit dem Gas hier hinten aus Arena rauskommen? Motoren-Upgrade. Ja, eigentlich muss ich hier heute was fliegen lassen. Ich muss zeigen, dass ich hier beim Team bleiben muss. Ich habe den Wagen so verbessert, wie ich das gerne hätte, obwohl wir Fahrer 2 sind. Das will ich nicht hergeben. Ich will bei sauber bleiben, da muss ich auch was für tun. Muss mal schauen, wie ich mit der Bremse hier bei den einzelnen Kurven zurechtkomme. Werden wir aber im Verlauf eben dieses ersten freien Trainings zuerst sehen. Man kann den Wagen auch durch viele Kurven rollen lassen oder reinrollen lassen. Lifting Coast könnte man sagen. Aber mal schauen. Entscheidend. Pardon, aber ich kann mich gerade nicht vom Mikrofon abwenden. Ach, schon wieder ein Teamziel erreicht. Weil wenn ich mich beim Räuspern vom Mikrofon abwende, sehe ich nicht, wo ich hinfahre. Jetzt habe ich es aber gerade mal gemacht. Mitten in der Kurve. Sei es drum. Hat funktioniert. Hier kommt's. So, die Rollmops-Reifen und die weißen Reifen, die hatten wir auch in der letzten Saison. Jetzt heißt es erstmal Tore sammeln. Ja. Nein! Das war jetzt richtig blöd. Das habe ich auch verpasst, okay. Der erste Gang ist natürlich Quark. Oh Gott, so auf dem Rennstein, bist du doof. Ich kann mittlerweile zwar besser mit dem Gas hier handhaben, aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Es war zu spät, weil ich einfach nur auf das Tor geblickt habe. Gut, wir fahren es noch eine zweite Runde. Wir fahren es wahrscheinlich sowieso noch ein zweites Mal. Und schießen wir uns erstmal auf die Tore der Streckenakklimatisierung ein. Bin mal gespannt, wo die Tore bei Maggots Baggots stehen werden. Zwei Gänge runter werden es hier sein müssen. Damit kann ich die alte erste Kurve Cops gut erwischen. Das zählt er als lila.
Der ist ja großzügig. Grün. Hey, kam leicht rum. Das hier wird entscheidend sein. Mit der dünnen Bremse zum Anbremsen. Hinten bei Stau. Oder auch hier. Das war jetzt zu langsam. Streckenakklimatisierung und die dünne Bremse, das beißt sich jetzt auch. Diese Kurven können wir auf jeden Fall noch schneller fahren. Eins. Kurve 1, Kurve 2, Kurve 3, Kurve 6, Kurve 16. Da habe ich mich ablenken lassen. Noch zu langsam. Ach, dies hier auch noch. Ja, stimmt ja. Kurveneinfahrt, Durchfahrt und Ausfahrt. Drei Punkte. Wenn der erste Punkt nicht stimmt, dann kann ich die beiden rot markiert dann nicht natürlich nicht mitnehmen. So, kleine Steigerung im Vergleich zur letzten Runde. Gut so. Ja, das hinten ist ja Pipifax. Muss man aber erstmal schaffen. Ist mir zu viel Randstein da. Das Tor. Das zählt echt noch als lila. Das ist auch lila. Dann wird es das hier eben auch sein. So, hier nichts verpassen. Viele Kurven, viel lila. Außer eben Kurve 1 und hier hinten. Wieder zu früh, wie in der letzten Runde, weil ich da mit dem Gaspedal unsicher bin. Aber punktemäßig schaffen wir es gerade, um das hier abzuschließen, das Ressourcenprogramm. Letzte Runde, das ist die letzte Runde des Programms. Ich lass mich von dem Tor irgendwie zu sehr verleiten. Deswegen komme ich da komplett nicht rein. Hallo Hamilton. Stehst mir im Weg. Der schickt mich jetzt zu sehr auf den Randstein, das gefällt mir nicht. Ansonsten könnte ich da noch besser rauskommen. Das ist jetzt auch nicht die Linie, die ich fahren will. So, hier wieder was geschenkt. Jetzt komme ich zu weit nach außen, dann muss ich wieder das Gas weiter schleifen lassen. Maggots, Baggots, das war bei FIN 2015 die große Schwachstelle hier in Silverstone. Natürlich auch Ausgang Arena beim Überrunden. Der Punkt überhaupt für das Chaos. Oh, diesmal nicht rot. Jetzt aber das hier, oder? Nee. Alles klar. Das war zwei denn. Ja, wir kommen rein. Streckenakklimatisierung geschafft, aber ich werde sie nochmal fahren. Ich werde aber auch nochmal fahren, ohne den ganzen Spaß hier. Mit den Toren. Da habe ich jetzt selbst den Ausgang vom Mox. So will ich hier reinfahren. So und nicht anders. Der Spritstand ist sehr niedrig. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von zwei Runden an die Box.
Komm ich schon, keine Sorge, Jeff. Blöder Winkel. Das Wetter sieht echt böse aus. Wetterbericht. Die Wolken. Gut, weiß ich Bescheid. Fürs Erste. Aber das Rennwochenende soll ja optimal verlaufen. Hinsichtlich des Wetters. Ist die Frage, wie ich hier zurechtkommen werde. Vom Wetter wird das nicht abhängig sein. Also wir müssen bis 60 hier runter. Boah, auf der letzten Rille. Aber ich kann die Reifen nicht mehr wirklich stehen lassen, wenn wir da an... Jetzt wollen wir gerade auf, weil wir abkürzen. Wenn wir da an andere Boxeneinfahrten zu Beginn denken, da bin ich auch... Da bin ich voll auf die Bremse gestiegen, genau wie jetzt. Ich habe das Ding voll durchgedrückt, aber laut MFA haben wir bei Weitem nicht 100% Bremskraft gehabt. Das ist eben jetzt anders, leider. Boah, ich muss heute hier in Silverstone auf jeden Fall alles geben, um dem Team so einen kleinen Wink zu geben. Na, wartet doch mal ab, vielleicht wird das noch was. Ich will hier nicht weg. Der Wagen fühlt sich auch mit den Updates soweit ziemlich gut an. Wenn die Bremse jetzt nicht wäre, Barcelona war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, hey, das hat Aufschwung gegeben. Das hat mich nach vorne gebracht. Gut, Monaco ist ein Sonderrennen. Aber dann Kanada und Österreich. Gut, Österreich lief jetzt auch nicht schlecht. Im eigentlichen Sinne. Ziemlich viel lila. Ja, aber nicht durchgehend. Und vor allen Dingen nicht die Kurve 1. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 46,5. Also Schlussteil. Da, wo ich mit der Bremse unsicher bin. Kurve 1, da habe ich noch gar kein Gefühl gehabt. Und dann eben Eingang mitten Arena. Gut, werden wir aber nochmal fahren? Halt, der nimmt jetzt wieder andere Reifen. Ach, der nimmt immer frische Reifen, ne? Wir werden die immer noch weiterhin ausgewählt haben. Der würde jetzt automatisch die hier nehmen. Was will ich in T3 fahren? Die beiden hier, die beiden gelben. Die beiden Medium-Reifen. Die sind dann für... Das passt mal wieder farblich. Die kommen dann einfach in T2 dran. Immer eine Steigerung. Also auf jeden Fall sind die ausgewählt, die angefahrenen. Aber er wird jetzt neue verwenden. Wenn man das dreimal fährt, hat man drei angefahrene Reifensätze. Also würde der automatisch einen der weicheren nehmen, oder wie? Nee, kann doch nicht sein. Wenn er uns hier schon die Reifen empfiehlt. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ich würde gleich mal auf die Abnutzung schauen. Wenn die Reifen jetzt so 1%, 0% weg haben, dann ist klar, aber... Ist eigentlich jetzt schon klar, die werden komplett frisch sein. Jetzt nicht mehr, jetzt fahren wir damit. Aber die werden frischer sein als die wir gerade eben drauf hatten. Bei der letzten Akklimatisierung. Ich darf noch nicht durchschalten. Auch jetzt noch nicht, erst wenn uns übergibt. Aber immerhin übergibt er jetzt etwas später. Ja, ist nicht frisch und ist so doof. Dass man das nicht selbst bestimmen kann. So, hier wurde ich gerne gedreht von... In der Vergangenheit wurde ich da gerne von der Konkurrenz gedreht, weil ich da einen weiteren Bogen fahren musste. Jetzt muss ich an diesem Rennwochenende rausfinden, was ich da fahren kann. In welchen Bogen, wie ich dann Gas geben kann. Letztendlich muss es für mich einfach schnell sein, auf die Rundenzeit gesehen. Und danach muss ich da meine Ein-, Durch- und Ausfahrt richten. Gut, das Ziel ist das jetzt mal lila zu schaffen, zu perfektionieren. Die Streckenakklimatisierung, aber es wird wohl nicht so weit kommen. Dafür haben wir eben drei Problemkurven.
bleibst du offen. Etwas zu spät mit der dünnen Bremse. Es könnte wieder zu langsam gewesen sein für ein mögliches Tor an dieser Stelle. Es krabbelt gerade die Nase. Alles andere sauber durchfahren und schon verpasst. Oh Mann. Ja, da wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ist zwar nicht gut für die Streckenklimatisierung, Fahrvorkommen. Aber ich wollte mal schauen, wie ich da jetzt Gas geben konnte. Gucken, ob ich jetzt auf Quert aufholen kann. Vor allem wo? Nein. Mann. Also in den schnellen Kurven werden sie hier mir auch nicht wirklich davonfahren. Wobei Quert da jetzt keinen schlechten Job gemacht hat. Und ich etwas durch die Tore gehemmt bin. Es war neben der Strecke, ging nochmal gut. Das hat jetzt auch funktioniert. In diesen Kurven scheinen wir noch etwas zu langsam zu sein. Kurve 1, Kurve 4, Kurve 16. Ich krieg das wieder nicht hin, weil ich zu sehr auf das Tor starre. Das ist ein blöder Fixpunkt hier bei der Streckenklimatisierung. Ich will es einfach jetzt nochmal probieren. Ohne Tor, halbwegs ohne Tor. Jetzt habe ich wieder auf das blöde Tor gestartet, deswegen bin ich jetzt angeschlagen. Bist du in Ordnung? Yeah. Mann, nee, ich will es ja gerade etwas üben. Direkt nach dem Schalten. Jetzt habe ich wieder nur auf das Tor gestartet, Mann. Das war jetzt mal halbwegs sauber, aber nicht schnell. So fährt man da nicht durch. Das, na gut, ich habe hier nicht viel gerade. Ich muss gleich schon anbremsen. Die Rückbände steht gerade blöd. Muss ich einfach zusehen, wenn ich da nicht mehr Streckenklimatisierung fahre. So, hier kann ich an sich dann wieder etwas Luft lassen, um den Wagen zu fangen. Ich muss ja nicht rundenzeitoptimiert fahren. Tschüss, Tor. Randstellen war nicht so schön. Deswegen wird es hier auch doch noch lila. Das reicht auch noch für Lila, das Rumgeeier. Okay. Oh. Wieder im Dreck angebremst. Ziemlich viel lila gegen Ende. Man könnte meinen, das liegt mir am besten. Die letzte Runde des Programms.
Motor optimiert gefahren. Mehr nicht. Nein. Ach, wieder was Rotes. Man hätte ja mal ohne klappen können, aber nein. Jetzt habe ich nicht DS rechtzeitig geöffnet. Oh. Das war noch mein Teamkollege. Manometer. Nach dem Schalten, Gasbedarstellung beachten. Ist aber auch eine blöde Ecke. Für die Streckenakklimatisierung. Und sonst müssen wir mal schauen. So ist die Strafe dafür. Ich habe gerade wieder voll durchgedrückt. Schaut mal, voll durchgedrückt. Wie süß. Nicht mein Viertel. Das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben. Jetzt habe ich hier zwar gar nichts. Damit wird es nicht lila. Aber mit Rückblenden hat sich sowieso etwas verzogen, das Bild. Aber auch nicht zum ersten Mal. Das war zu viel Rennstein. Weg mit dem Mist hier. Das war zu viel neben der Strecke. Ganz klar. Ja, der Schluss klappt sensationell. Wenn man den Punkten hier Glauben schenken darf. Zu viel Randstein. Jetzt fahren wir erstmal rein. Und dann fahren wir mit solchen Reifen wieder raus. Noch ein paar Runden drehen. Erstmal nicht ein ohne Tore. Für eher feine Abstimmung als gerade eben. Jetzt darf ich auch mal daneben fahren. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Jetzt bremst hier die Bremse zur Hälfte. Vorhin war es von einer Runde gerade mein Viertel. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ist sehr gut. Ich komme hier in die Box, okay? Hier rechts. Es war soweit auf der Strecke. Und immerhin schnell reingefahren. Ganz leicht den Randstein berührt, habt ihr das gehört? Ja, so Ausgang Loughfield, also Ausgang ehemalige letzte Kurve da hinten die Ecke. Dann geht's so richtig los. Ist auf jeden Fall der alte Streckenabschnitt, der mir auf jeden Fall schmeckt. Ich drück voll durch und es geht nicht nur bis zur Hälfte. Na, wobei, der neue Streckenabschnitt ist auch hier vorne. Das Ende dieser Runde hat auch super funktioniert. Ist aber zum Teil auch noch alt, also... Cops hinten. Hier hinten ist auf jeden Fall neu. Auf der alten Strecke fahren wir nicht rechts hier rein in die jetzt neue erste Kurve. Nein, da ging es links. Da ging es links, hinten etwas rum. Schikane, ja. Schönes Ding war das. Dann hinten die Brücke. Deswegen da hinten auch der Streckenabschnitt Bridge. Und dann geht es eben den alten Streckenabschnitt oder in den neuen. In den alten. Und den jetzt noch zu fahren und damals auf jeden Fall alten letzten Teil der Strecke. Also neu eben Kurve 1 geht es dann eben bis hinter bis zur DS-Geraden. Das Stück irgendwann, da kam die alte Strecke wieder rein. Aber ihr kennt die alte Silverstone-Strecke vielleicht noch und bei Grand Prix 4 sind wir sie auch gefahren. So, was wollte ich auch her? Reifenabnutzung könnten wir uns anschauen. Will ich das? Ja, komm. Zwei Reifen sind wir angefahren. Haben wir angefahren.
Einmal 15 und einmal 12. Unsinnig, dass man beide anfährt. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Aber womöglich kann das Spiel angefahrene Reifen nicht in bei der Streckenakklimatisierung mit einberechnen, wer weiß. Wir geben die beiden sowieso ab, deswegen nehme ich die frischeren. Und ich fahre mit meiner Benzinmenge raus. Was denn Veränderung? Ja, mein Setup hätte ich jetzt gerne, also mit der Tankfüllung. Setup bleibt ja gleich. Sieben Runden haben wir gedreht, also einmal Reifenmanagement. Oh, Reifenmanagement, wie könnte das denn werden? Stehende Reifen habe ich ja gar nicht mehr so wirklich. Ah, wobei, hatte ich ja in Monaco, aber da war es sowieso eigen. Warum war jetzt hier gelb wegen uns? Die Bremse gerade wieder unter der Hälfte. Das wollte ich nochmal beobachten. Fall drüber hinaus, aber kein Kiesbett mehr. Hab auch mal wieder. Oh, jetzt wäre ich beinahe in die Mauer gefahren, auf die Bremse geschaut. Auch wieder nicht bis zur Hälfte. Will ich mir nochmal anschauen? Hä? Jetzt war das über drei Viertel. Was war denn da los? Spiel. Nochmal bitte. Jetzt wieder unter der Hälfte. Das kann sich echt nicht entscheiden. Nochmal bitte. In etwa der gleiche Stand wie gerade eben. Oh Mann. Blöd angefangen, deswegen so früh der sechste Gang. Hier auch nicht mal die Hälfte. Da ist es verdammt schwierig, mal die Reifen stehen zu lassen. Als wie. Das kommt einem so vor, als wäre hier ABS an. Mir wäre aber der vor der Bremsdruck auf jeden Fall lieber. Zu weit ausgeholt. Uiuiui. Aktuell letzter von den Gezeiteten. Dann gibt's Geld bei der alten Boxengassenanlage. Mittlerweile bin ich im Grün. Mhm. Ah, das mag ich hinten so, das Kies, genauso wie ein Monza. Vor Lesmo und eben die beiden Lesmos. Also vor Lesmo, Ausgang aus Della Roggia, die zweite Schikane. Da hinten kommt jemand an. Mittlerweile sind wir also sechste Kraft, bis die sich mal wieder verbessern bzw. auch verschlechtern. Vorbeifahren wirst du nicht. Jetzt geht uns aber die Strecke aus. Mariante, unser Rivale. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich würde ja auch schon mal gerne Anbremserfahrung mit der Konkurrenz sammeln, aber Mariante ist jetzt etwas weit weg.
Bestenfalls hole ich noch auf, aber bisher bin ich letzter. Läuft schon besser, aber alles andere ist gut, die erste Kurve. Oh, Reifen stehen gelassen. Ja, da wird die Konkurrenz immer noch gut machen. Bin aber auch mit dem Hintermann jetzt nicht gut gefahren in dieser Ecke. Hier muss ich eher bremsen, deswegen können sie da wieder eher angreifen, vor allem nach einer DS-Zone. Das ist doof. Aber schaut mal, mit der doofen Runde, die ich bisher hingelegt habe, dennoch so viel Zeit rausgeholt. Knapp 1,5 Sekunden. Da wollte ich sehr früh Vollgas geben. Bums. Wagen nicht mehr gefangen. Wie der Wagen wieder vom Reifen durchstochen wird. So, nochmal bitte. Na, auch noch nicht so, wie ich gerne durchfahren würde. Da fehlt es mir noch etwas an Übung heute. Das war zu viel reinstellen. Hier kommt die dünne Bremse nicht so zum Tragen. Hätte ich doch gedacht, da wird es schlimmer sein. Selbst hier, das wäre eigentlich, glaube ich, das war vorab der Punkt, wo ich mir gesagt habe, da war das Anbremsen am schlimmsten. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich fahre einfach mal eine Linie und da hat er uns getroffen. Jetzt komme ich da einmal gut rein und dann kommt mir einer von hinten an. Eine Verwarnung oder dergleichen habe ich gar nicht bekommen. Er ist uns ja auch reingefahren. Hätte auch nachgeben können, aber warum? Im Rennen hätte ich gesagt, ja, ging für uns super aus, von daher alles richtig gemacht. Bloß wenn wir damit abgeschossen werden und dann, ja, sagst lieber, hättest du mal mehr drauf geachtet und vielleicht nachgegeben. Wärst vielleicht besser weggekommen. Weiß man aber alles erst hinterher. Nicht gut. Es wird etwas dunkler, habe ich das Gefühl. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Selbst auf der Wiese konnte ich jetzt noch halbwegs gut mit anbremsen. Auch interessante Erfahrung. So, nächste Runde. Upsa. Mit der dünnen Bremse kann ich auf der Wiese echt angenehm anbremsen. Wobei, in Kanada hatten wir auch die Bremse schon. Bloß komischerweise war die da, wo wir da schlimme Anbremsphasen hatten. Nicht so schlimm. Das war nix. Die Runde wird es allgemeinig werden. Boah, ist Heck wieder. Über eine Sekunde schon Rückstand. Hier muss ich im Rennen wirklich aufpassen, weil da kommt die dünne Bremse am ehesten zum Tragen. Da kann ich drüber hinausschießen. Bin mal gespannt, wie das mit Reifen laufen wird, die mehr Grip bieten. Die Rollmops-Reifen sind ja gerade sehr abgefahren.
Ja, die haben schon einiges weg, vor allem eben klar, die Vorderreifen. Wir haben ja hier schnelle Kurven. Die Hinterreifen erstaunlich gut geschont. Ich finde das Durchschalten bei der MF auch nicht so toll. Früher konntest du sagen, als das Schnellmenü dann verbessert wurde, viermal durchklicken, da bist du durch. Geht hier nicht. Dauert länger. Da kam das Heck. Na gut, dann komme ich die Runde mal rein. Und dann war es das mit T1. Letzter Platz. Rollmops-Reifen. Naja, mal sehen, wie es mit dem Reifenmanagement laufen wird. Und dann eben noch das Qualifying-Tempo. Wieder nicht mal die Hälfte der Bremskraft, die da vom Spiel verarbeitet wird. Die Reifen sind auch schon sehr müde, aber das war jetzt ziemlich gut mit diesen alten Schluffen. Was uns aber auch klar sein muss, die härteren Reifen halten jetzt schon nicht die Welt, weil der Kurs einfach so anspruchsvoll ist, dann werden die weißen nicht allzu lange halten und die gelben natürlich schon gar nicht. Deswegen werden die gelben nicht wirklich eine Option fürs Rennen sein, also du musst die draufziehen. Durch Q2. Etwas mehr als ein Viertel da, was laut MFA gebremst wird. Finger gibt hier gerade Vollgas, nun gut. Boxengassen begrenzt drin, deswegen kann man das ja machen. Es nimmt aber hier Gas raus, komischerweise. Obwohl er immer noch 60 fährt und jetzt wieder Vollgas. Haha. Jetzt lupft er bestimmt gleich, als gib mir. Jetzt nimmt er gleich die Anzeige weg. Der rollt komplett und bremst gar nicht, laut Anzeige. Aber die Strecke macht Spaß, aber es könnte weiter nach hinten für uns gehen. Österreich war eine große Chance, konnte ich leider nicht nutzen. Das Rennen war aber toll. Anstecken muss sein. Alles klar, wir wollen die Heizdecken. Auf dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Das wird den Aufwand also wert sein. Machen wir schon noch, aber nicht mehr heute, nicht mehr in dieser Folge. In dieser Folge ist Schluss. Ericsson ist ja weit vorne. Dann. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Rosberg und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Carlos Sainz, der Podiumbesucher auf der 9. Bester Spanier. Gibt ja auch kein Meri mehr, also sind sie nur noch zu zweit. Strafen gab es soweit nicht, wie ich das erkennen konnte. Ericsson war schon auf den Weißmarkierten unterwegs. Ich muss mich noch steigern, ja, und der Reifenunterschied macht ja auch noch was aus, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es nicht der letzte Platz sein wird und alles weitere werden wir einfach mal sehen. Silverstone wird nicht ganz so rosig laufen, wie es in Spielberg überwiegend der Fall war. Das wird hier schon eine deutlich härtere Nuss, weil die Kurvenanzahl erheblich höher ist. Bei den schnellen Kurven ist die Bremse praktisch zu vernachlässigen und ob und wie ich mich noch besser in diesen Kurs mit unseren Gegebenheiten reinfinden werde, werden wir noch sehen. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.